Aber psst. Geheimnis. Wunderhecke. Wir werden oft gefragt, was das Geheimnis der Wunderhecke ist. Es gibt eigentlich kein Geheimnis. Es ist Mai. Hier drin, wo wir die Wunderhecke gekühlt lagern, ist es ein wenig kalt. Es gibt nun ein paar Dinge, die dazu beitragen, dass die Pflanze in einem hervorragenden Zustand bleibt. Sie sehen bestimmt diese Lichter hier im Kühlhaus. Es sind aber keine Leuchtmittel, sondern Ozongeneratoren. In jedem Raum haben wir 10 bis 12 Ozongeneratoren. Diese können ungefähr 1,5 Millionen Pflanzen versorgen. Ozon ist ein aus 3 Sauerstoffatomen bestehendes Molekül. Man muss wissen, dass es ein außerordentlich aggressives Reinigungsmittel ist. Es vernichtet die Bakterien, Bazillen, Pilze und sichert somit ein steriles Umfeld für die Pflanzen. Damit, so wie mit dem Kühlen und dem Einstellen der optimalen Luftfeuchtigkeit, kann man erreichen, dass die Wunderhecke in einem Zustand ist, dass man sie im Mai noch pflanzen kann. Sie hat den passenden Feuchtigkeitsgehalt und wie wir gut sehen können, sprießt sie praktisch nicht. Diese Pflanze ist noch ohne weiteres zu pflanzen. Die Luft- und Feuchtigkeitsgehalte der Räume werden regelmäßig gemessen. Wir überprüfen, kontrollieren, dass die Pflanze unter optimalsten Bedingungen gelagert wird. Es ist sehr wichtig. Diese Pflanzen werden so behandelt, dass sie auch den strengsten Qualitätsvorschriften der kanadischen Pflanzenschutzbestimmungen entsprechen. Da wir die Wunderhecke auch nach Kanada liefern. Im Moment vertreiben wir die Wunderhecke in 12 europäischen Ländern. Man muss strenge Vorgaben gerecht werden. Wir bemühen uns, diese Vorgaben einzuhalten, sie zu erfüllen. Wir nehmen den Schutz gegen den Schimmel sehr ernst. Der Schimmelpilz ist sehr heimtückisch, vor allem wenn man an den Wurzelschimmel bedenkt. Das größte Problem mit dem Wurzelschimmel ist, dass er dann und dort die Pflanze angreift, wenn wir es gar nicht sehen. Wir sehen lediglich, dass sich die Pflanze nicht so entwickelt, wie wir es uns vorgestellt haben. Nachdem der Wurzelschimmel die Wurzeln befallen hat, fängt die Pflanze langsam an auszutrocknen und stirbt mit der Zeit ab. Wir glauben, wenn wir die Pflanze rausziehen, hätten wir das Problem gelöst. Leider nicht, da die Spore des Wurzelschimmels in der Erde bleibt. Diese kann bei entsprechender Temperatur und Luftfeuchtigkeit sofort empfindliche Pflanzen angreifen. Deshalb nehmen wir den Schutz gegen den Wurzelschimmel wirklich sehr ernst, damit man mit unseren Pflanzen auf keinen Fall Wurzelschimmel, Wurzelschimmelpilze und Sporen in den Lebensraum der Pflanze eindringen kann. Das ist ja auch deshalb besonders wichtig, weil in den 70ern die Ulmenart sehr großen Schaden erleiden musste. Es waren beinahe 80% des Ulmenbestandes von der Pilzerkrankung namens Ulmensterben betroffen. Unsere Pflanze ist grundsätzlich resistent gegen diese Krankheit. Wir haben damit also eigentlich keine Probleme. Wir haben diese Sache aber trotzdem überdenkt und sind zu dem Ereignis gekommen, dass bei richtiger Vorbereitung der Pflanze, wenn wir ihr ein solchen sterilen Umfeld ermöglichen, wo wir Wurzelschimmel nicht entstehen kann, dann können wir sicher sein, dass die Pflanze keine Pilzerkrankung in ihrem Leben haben wird.